In diesem Video zeige ich euch, wie man sehr, sehr einfach und auch sehr, sehr schnell einen schönen Rock selber machen kann. Ich habe mir überlegt, dass ich gerne einen ganz langen Rock aus Spitze selber machen möchte. Den würde ich dann gerne mit einer schwarzen Leggings drunter tragen. Das hat dann was leicht Transparentes, aber dadurch, dass ich dann auch noch was Schwarzes darunter tragen werde, wird das einen sehr schönen und interessanten Effekt bekommen. Dafür habe ich dann eben die Spitze besorgt. Wie fast jeder Stoff ist auch dieser 1,50 Meter breit. Ich habe den auf 1 Meter zuschneiden lassen. Muss den dann am Ende bestimmt noch ein bisschen kürzen, weil er ein wenig zu lang sein wird. Und dann habe ich ein Bündchengummi gekauft. Man kann auch jedes andere Gummiband nehmen, was ein bisschen breiter ist und sich gut dehnen lässt. Das hier ist aber sehr schön, das ist so ein bisschen dicker und hat auch eine etwas andere Struktur als ein normales Gummiband. Wir brauchen noch ein paar Stecknadeln und eine Schere und heute auch eine Nähmaschine. Das erste, was man machen muss, ist das Gummi auf die richtige Länge zu schneiden. Dafür ist ganz einfach, man legt sich das um die Taille, dort wo der Rock dann sitzen soll. Manche mögen es ja auch lieber auf der Hüfte, ich möchte gerne, dass der in der Taille sitzt. Ich habe meins jetzt schon zugeschnitten. Guckt, wie viel man braucht und lässt dann ungefähr 5 cm drüber stehen. Schneidet das dann ab und damit ist der erste Schritt schon getan. Was wir dann gleich mit der Nähmaschine machen werden, ist Folgendes. Ich zeige das schon mal vorher. Man muss im Prinzip das eine Ende von dem Stoff mit dem einen Ende vom Gummiband zusammennähen und das andere Ende auch. Während dem Nähen müssten wir das Gummiband so gut ziehen, dass es am Ende genau die Länge bekommt, die auch der Stoff hat. Dann kann es sich zusammen mit dem Stoff einkräuseln und damit haben wir dann schon fast alles geschafft. Genau, es ist ganz gut, wenn man sich das am Anfang ein bisschen steckt, sonst kommt man nachher vielleicht durcheinander, wie weit man schon ist oder noch nicht. Ich habe es jetzt genau einmal in der Mitte gefaltet, mache mir hier zur Markierung eine Stecknadel rein. Jetzt nehme ich das Ende vom Gummiband und lege das bis zu der Stecknadel in der Mitte. Jetzt habe ich hier wieder das umgelegt und kann hier wieder mit einer Stecknadel markieren. Mache das gleiche auch auf der anderen Seite. So. Jetzt habe ich quasi, wenn man rechts und links die Enden mitzählt, 5 Markierungen und genau das gleiche. Jetzt mal, welche Seite das ist. Genau. So, genau das gleiche mache ich jetzt auch beim Stoff. Und während man dann an der Nähmaschine sitzt, weiß man dann, dass man jeweils die Stecknadeln aufeinander legen muss und das Gummiband so weit zieht, dass es dann auch passt. Auf geht's zum Nähen. Jetzt wird also genäht. Ich habe die Nähmaschine schon auf den Zickzackstich eingestellt. Die Stecknadeln sind im Stoff und im Gummi, es ist also alles vorbereitet. Man muss das Gummi wirklich extrem ziehen, wenn man die ganze Länge hat. Ihr seht hier die erste Stecknadel und hier die erste.
Das ist, ich lege jetzt mal die beiden ersten Stecknadeln übereinander. So muss man das dann auch beim Nähen machen. Da muss man ziemlich fest das Gummiband ziehen während dem Nähen. Die ersten paar Stiche sind erstmal dafür da, um das Gummi mit dem Stoff zu verbinden. Ich mache das jetzt einfach mal so, dass ich die Spitze oben minimal rausgucken lasse. Die schneide ich ganz zum Schluss dann weg, aber so kann man sicher gehen, dass es relativ gerade wird. Da das Gummi ja selbst auch schon ungefähr 5 cm breit ist, weiß man sonst nicht genau, wo man gerade bei der Spitze ist, da das Gummi oben liegt beim Nähen. So, ich habe einen relativ breiten Zickzackstich eingestellt und lege jetzt einfach mal los. Ganz wichtig, immer vor- und zurücknähen. Damit kann man die erste Naht sichern. So, jetzt lege ich beide Stecknadeln aufeinander und ziehe das Gummi so weit, bis Stoff und Gummiband gut übereinander liegen. Wichtig dabei ist, dass während dem Ziehen die Nadel tief in der Nähmaschine versenkt ist. Und los geht's. Stecknadel angekommen, entferne die beiden und jetzt mache ich genau das gleiche nochmal bis zur nächsten Stecknadel und so weiter. Genau, ganz zum Schluss auch wieder vor- und zurücknähen, um die Naht zu sichern. Abschneiden. Jetzt, muss man hier das, was eben so ein bisschen drüber steht, abschneiden. Jetzt ist der Rock eigentlich schon fast fertig. Jetzt nähen wir nur noch die Enden zusammen. Es waren ja 5 cm in etwa, die wir das Gummi länger geschnitten haben. Die legt man dann aufeinander. Und näht einfach hier auch einmal mit einem Zickzackstich drüber, damit es noch besser hält. Am besten von innen auch nochmal. Also dort, wo das Gummi dann auf das Gummi trifft außen oder innen dann auf die Spitze. Thank you.
So, jetzt habe ich das Gummi verschlossen, zweimal. Und jetzt ist der Rock eigentlich fertig. Hat ja aber am Anfang vom Video gesagt, dass der Stoff ein bisschen zu lang ist. Das heißt, dass man unten noch was abschneiden muss. Dafür zieht man am besten, wenn man das schon weiß, die Schuhe an, die man gerne zu dem Rock tragen möchte. Und schaut dann, wie viel man unten abschneiden muss, damit es eine geeignete Länge hat. Man kann sich dabei auch ganz gut helfen lassen. Falls jemand da ist, kann man es auch mit so einem Zentimetermaß machen. Das heißt, man stellt sich einfach hin, lässt das eben genau bis auf den Boden oder einen Zentimeter drüber baumeln und hält sich das dann an die Stelle, wo der Rock sitzt. Hält es hier fest, legt sich den Rock so hin. Ich habe das jetzt gerade schon mal gemacht, deswegen passt das. Und schneidet das dann unten einfach ab. Man muss den Rock ja auch gar nicht ganz lang haben. Wenn man will, kann man ihn genauso gut dann knielang kürzen oder einen richtigen Minirock machen. Oder erst den als Langrock tragen und wenn es einem irgendwann langweilig wird, immer wieder ein Stückchen abschneiden, hat man immer wieder einen neuen Rock. Das Ganze sollte ja für euch, wie gesagt, ja möglichst schnell und einfach sein. Das ist jetzt kein Rock, den man irgendwie verkaufen könnte oder der über 30 Jahre halten wird. Aber ja, ihr werdet wahrscheinlich sehr schnell Freude an der Umsetzung haben, wenn man das Ganze eben doch noch ein bisschen sorgfältiger machen möchte. Dann muss man natürlich unten den ein bisschen länger lassen. Dann kann man sich das hier unten einfach einmal falten. Am besten bügelt man hier einmal vorher rüber und näht dann hier mit der Nähmaschine, auch mit einem Zickzackstich oder auch mit einem geraden Stich, ist eigentlich egal, einfach einmal lang. Die Kanten an der Seite haben normalerweise meistens sowieso eine Webkante, dass der Stoff dort nicht kaputt gehen kann. Ansonsten, wenn man das dort eben auch sorgfältiger haben möchte, sollte man das schon machen, bevor man das Gummi rannäht, dass man eben auch das einmal umschlägt. Jetzt ist aber genug Gerede, ich zeige euch, wie der Rock fertig aussieht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Idee. Ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr euch daran versucht. Und freue mich auch, wenn ihr meinen Channel abonniert, wenn es euch gefallen hat. Ich habe es schon mal in einem anderen Video gesagt, ich schaffe es leider nicht sehr regelmäßig, Videos hochzuladen, aber es wird immer wieder was kommen. Also es lohnt sich dann auch. Ich habe auch eine neue Facebook-Seite eingerichtet. Dort findet ihr auch immer alle Neuigkeiten und alle Do-it-yourself-Videos, die ich mache. Also, bis bald!